Hallo ihr Lieben, hier ist Jalfi. Ich gehe noch einmal zurück zu Wild West Dynasty und zwar nicht, um jetzt nochmal irgendwas in epischer Breite zu spielen, sondern einfach, um nochmal kompakt zusammenzufassen, was Neues und was meine größten Stolpersteine in dieser letzten Spielereihe waren. Dafür hole ich mir jetzt einfach mal meinen letzten Speicherstand ran. Okay. Also, gucken wir uns mal an, was ist neu. Dafür gehen wir mal in diesen ganzen Managementbereich über Tab. Neu sind eigentlich nur zwei Dinge. Einmal dieser Technologiebaum und einmal hier die Skills. Fangen wir vielleicht mal mit den Skills an. Wer sich noch daran erinnern kann, wie es vorher aussah, da was gab es nur einen Skillbaum. Der wirklich ganz wesentliche Unterschied zu dem letzten Update ist folgendes. Wir müssen unterscheiden, wir haben zweierlei Möglichkeiten aufzusteigen. Einmal hier über die Skills, das sind die Fertigkeiten von Dakota. Und die können wir erarbeiten, indem wir Bäume fällen, indem wir irgendwie na, sehr schnell na, auf Steinen rumprügeln. Ich glaube auch ein bisschen Haus bauen. Und über den Spezialisten lässt sich die Lernrate von Dakota steigern. Also das heißt, er kriegt dann nicht 50 Punkte, wenn er einen Baum fällt, sondern eben 100 oder so. Also der Spezialist ist ein ganz wichtiges Ding. Das habe ich auch ziemlich schnell gesteigert. Einfach, dass Dakota schneller lernt, um die Technologiepunkte zu steigern. Damit wir halt eben schneller in irgendeiner Form hier im Technologiebaum was freischalten. Da müssen wir woanders hin. Da müssen wir, ist das der hier? Genau. Da müssen wir hier in den Bereich, also Haus und schnelles Lernen. Hier steht es Increased Technology Points Gain by 34. Naja. Also das ist diese Möglichkeit, wie man halt schneller Technologie lernt. Und diese Technologiepunkte, die man da schneller lernt, die kann man dann halt hier in diesem Technologiebaum ausgeben, auf den ich gleich auch nochmal zu sprechen komme. Aber bleiben wir vielleicht mal hier. Grundsätzlich haben wir hier so einen Bereich, einmal schnelles Lernen, dann hier die Hämmer, die eventuell noch ein bisschen länger haltbar sind und hier die Tragekapazität, die erhöht wird. Das ist, also das hier kennt man auch schon aus dem letzten Menü, genau wie diesen Rest hier. Also einmal hier, dass die Äxte länger haltbar sind, dass die, na so schnell die Pike-Äxte, na wie heißen das, weiß ich nicht, Pickaxe, verdammt nochmal, wie heißen das auf Deutsch? Spitzhacke, dass die Spitzhacken länger haltbar sind. Und hier der professionelle Bergmann, der Professional Miner, der dir halt ermöglicht, wenn du auf Steinen rumprügelst, auch eine Chance zu haben, ein bisschen was anderes drin zu finden, sei es Blei oder Silber oder so. Aber während ich im letzten Durchgang den Eindruck hatte, dieser professionelle Bergmann, der war sehr, sehr wichtig, weil du dann nämlich auch an Eisen und so weiter gut rangekommen bist, muss ich ganz ehrlich sagen, relativiert sich das, weil du über die Produktionsstätten halt sehr schnell sehr viel Geld verdienst, dass du nicht mehr darauf angewiesen bist, irgendwie dir Blei dann noch anderweitig zu kaufen. So, was haben wir hier noch? Hier, das sind so die Sachen, die wir auch von vorher kennen. Einmal hier der Knife Master, dass du halt auch wirklich Pelze von von den Tieren mitkriegst. Und im Gegensatz zum letzten Update, meine ich, ist das hier so, dass du auch wirklich die drei Stufen oder mit den drei Stufen arbeiten musst, um sukzessive von immer mehr Tieren auch die Felle zu kriegen. Also das ist jetzt nicht verifiziert, das war mein Eindruck, aber es kann auch falsch sein. Aber zumindest ist das durchaus wichtig, wenn du außer Fleisch auch noch was anderes von den Tieren haben willst. Das hier ist ja wie immer, dass man halt relativ wenig oder dass man weniger schnell Durst und Hunger kriegt, fand ich jetzt nie so wichtig. Das hier ist eine schöne Neuerung. Das ist echt fein. Da musst du einen Punkt oder ich weiß nicht wie viele Punkte reinsetzen und dann kannst du dir dein Pferd immer anrufen. Das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, wie das funktioniert. Hier, was ist das? Der Jäger, da kriegst du deine Pfeile zurück und hier.
hast, kriegst du halt mehr aus den Fallen raus. Das habe ich bisher in meinem ganzen Spiel, was ich jetzt auf der Uhr habe, nicht gebraucht. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Also nochmal zusammengefasst, was waren meine wichtigsten Dinger, die ich hier gesteigert habe? Als allererstes würde ich echt immer zusehen, dass ich den hier hochbringe, genauso wie den hier. Also einmal den Spezialisten und das schnelle Lernen. Dann war aber auch tatsächlich dieses Pferd sehr, sehr hilfreich, dass man das immer ranrufen konnte, weil du dann halbwegs vernünftig auch das Pferd immer wieder ranbringst. Genau. Aber was auch war, sie haben halt die Haltbarkeit von den Werkzeugen doch durchaus drastisch reduziert. Also das macht durchaus Sinn, auch mal hier ein bisschen was in Woodcutter rein zu investieren. Ist mein Eindruck, ist aber jetzt nicht, ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wie gesagt, das kann jeder machen, was er will. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was hier auch wirklich sehr, sehr gut gemacht ist, ist der Technologiebaum. Dafür brauchst du die besagten Technologiepunkte. Du hast verschiedene Optionen. Das ist hier, ich weiß nicht, was das ist. Das ist hier der ganze Ingenieurtechnologiebaum. Dann haben wir den Landwirtschaftstechnologiebaum und den hier. Das ist der Manager. Ich hätte fast gesagt, es sind alle wichtig, aber um in den Quests voranzukommen, ist der Manager, glaube ich, der wichtigste Technologiebaum, schlicht und ergreifend aus folgendem Punkt. Erstens, du musst hier jeden Einzelnen freischalten, um hier in der Linie weiterzukommen. Und für den Quest ist das dieser neue Nachbar oder ich glaube ja, das ist dieser neue Nachbar. Für den Quest dieser neue Nachbar musst du bis hier hinkommen, um die Werkstatt oder den Workshop freizuschalten. Ansonsten kannst du die nicht bauen und kannst es auch nicht abschließen. An dieser Stelle möchte ich nochmal gezielt darauf hinweisen, es gibt zwei unterschiedliche Bereiche, das muss man wissen. Es gibt einmal diese Produktionsbereiche wie Werkstatt oder Schmiede. Hier Werkstatt, Schmiede, das ist das Gebäude. Und dann gibt es aber hier in diesem Engineer-Bereich auch nochmal die Möglichkeit, Werkbänke freizuschalten. Wo ist es? Genau. Hier kommt zum Beispiel die Workbench Carpenter, also das ist die Werkbank vom Tischler. Das ist nochmal was anderes als der Workshop. Hier kommt die Werkbank vom Schmied und hier kommt, glaube ich, die Werkbank, die Nähmaschine. Genau, und das ist halt, das muss man wissen und man muss auch wissen, dass man nicht unbedingt, bloß weil man die Werkstatt, also das Gebäude, hier nochmal die Werkstatt freigeschaltet hat, dass man auch die Sachen machen kann, die hier bei der Werkbank vom Tischler freigeschaltet ist. Also wenn du eine hohe Bandbreite von Möbeln machen möchtest, und musst du schon zusehen, dass du sämtliche Tischlergebäude auch freischaltest. Was haben wir hier noch beim Manager? Was ist noch wichtig? Gucken wir doch mal hier. Da hast du die Möglichkeit, ein bisschen mehr aus deinen landwirtschaftlichen Produkten rauszuholen. Also zum Beispiel dieses Can of Beans, das ist eine feine Sache, das habe ich gemacht. Also hier kannst du mit diesem Bereich kannst du dann den Ofen freischalten und kannst Brot backen. Ich glaube, du musst das tatsächlich auch haben, damit du überhaupt in der Scheune Brot produzierst. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung, ob das so ist. Hier steht es zumindest drin, schaltet frei den Ofen und Brot. Mal gucken. Das hier, ja, hier kommt die Werkbank wieder vom Jäger. Die fand ich jetzt nicht so wichtig, aber es gibt sie. Der Brautisch oder der Brewing Table, da habe ich bisher noch nicht den Eindruck, dass die Rezepte, die da irgendwie implementiert sind, dass man die freischalten kann. Also ich habe den gebaut, aber ich konnte halt weder Bier noch Whisky noch sonst was bauen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die überhaupt schon implementiert sind. Hier geht es ins Bauen. Also ich habe diese beiden freigeschaltet, also sowohl die Bretterwand als auch die Steinwand, weil das Materialien sind, die wir hatten. Zum Beispiel diese Ziegelwand, da bin ich mir noch nicht sicher, ob man die überhaupt schon bauen kann, weil man nämlich die Tonminen noch nicht von Seiten der Entwickler freigeschaltet hat. Insofern war mir das nicht wichtig, dass ich hier die Ziegelwände freischalte, aber das kann jeder entscheiden. Und hier unten geht es um die Fundamente.
So, was haben wir hier? Hier kommen wir in den Landwirtschaftsbereich. Ich glaube, der ist von Anfang an drin. Hier können wir überhaupt mal ein Feld bauen, also 3x3. Was haben wir hier? Pantry und Crop Dryer, also der Crop Dryer, der ging nicht, also der ja, weiß ich nicht, die Trocknungsanlage. Das Pantry allerdings ist sehr, sehr wichtig, weil du dann dein eigenes Saatgut produzieren kannst. Das hier ist jetzt, ja, fand ich, kann man machen, muss man aber nicht, da sind halt die Anbaufelder größer. Aber um irgendwas anzubauen, prinzipiell kannst du das ab hier und um dein eigenes Saatgut herzustellen, das kannst du ab hier. Was haben wir hier noch? Ja, du kannst von vornherein eigentlich einen Brunnen bauen. Dieser Brunnen mit Pumpe, der ist, steht dann einfach nur dekorativ in der Landschaft rum. Und hier, das habe ich noch gar nicht versucht, einfach weil mir das keinen Mehrwert gebracht hat. Aber prinzipiell gibt es einmal den Brunnen mit Pumpe und hier noch einmal sogar den großen Wasserturm. Vielleicht zeige ich ihn euch den auch irgendwann nochmal. Aber hier auf dem Weg dahin ist der Käfig für Hasen. Den habe ich freigeschaltet. Ich kann aber weder den Käfig für Hasen noch, noch die Trocknungsanlage zum aktuellen Zeitpunkt bauen. Vielleicht kommt das noch. Hier könnt ihr sehen, das ist eigentlich der wichtigste Part. Hier kannst du die Produktionsstätte Scheune herstellen. Und das ist mit dem Bereich hier abgedeckt. Und hier ein Stall. Ich dachte, eigentlich heißt Pix die Schweinestall, aber das ist ein Stall, der für mehrere Tiere geeignet ist und hier eben der Stall für die Pferde. Bisher, also ich habe beides freigeschaltet, beides gebaut. Hier, wenn ich auf die Pix die gehe, vielleicht kann ich euch das ja sogar noch mal zeigen. Bei mir im Management, so, da muss ich wieder ins Management. Wo ist es? Hier, genau. Hier habe ich, das ist das Menü vom Pixie, also vom Stall. Und prinzipiell könnte ich hier kann ich Wolfsfleisch produzieren, warum auch immer Wolfsfleisch. Das setzt aber voraus, dass ich hier jemanden angestellt habe, was ich nicht habe. Also insofern Wolfsfleisch brauche ich nicht. Ist jetzt für mich nicht relevant, aber prinzipiell kann man auch in den einzelnen Sachen hier was produzieren. Gucken wir mal. Hier beim Sheriff Office ist noch nichts hinterlegt, beim General Store auch nicht. Beim Pantry kann ich jetzt zum Beispiel hier auch sagen, was er machen soll, wenn ich denn jemanden einstellen würde. Hier entweder Pumpkin Bean oder so Mais, Kürbis oder Bohnen. Ja, und hier bei der Werkstatt. Da arbeitet jemand. Ich habe aber, also das, was ich da brauen kann, das brauche ich jetzt nicht. Insofern steht er da und schaukelt sich die Eier. Genau. Falsch. Wo waren wir? Wir waren hier beim Technologiebaum. Haben wir hier noch irgendwas? Genau. Hier haben wir den Manager. Diesen Bereich hatte ich schon gezeigt. Bis hierhin geht es zu den beiden Produktionsgebäuden, Werkstatt und Schmiede. Hier. Wenn du das freischaltest, kommst du halt an die Minen. Hier in der ersten Stufe an die Steinmine und an die Sägemühle. In der zweiten Stufe an die Eisenmine. Die habe ich auch beide jeweils gebaut. Also ich habe von jedem einen gebaut. Und wie ich die Entwickler verstanden habe, sind die Tonminen, die Silberminen und die Goldminen noch nicht implementiert. Ja, was haben wir noch? Dieser hier, der ist drin, der Manager 12, steht hier drin. Hier Technologien, die wirklich crucial sind für Entwicklung und Erhaltung der Städte. Da dachte ich, cool. Gucken wir mal, was da kommt. Eventuell würde das ja den Bereich hier freischalten, der jetzt ausgegraut ist. Also habe ich hier, kann man nicht mehr sehen, da brauchst du 99 Technologiepunkte für. Also habe ich ganz naiv mal diese Technologiepunkte gesammelt, um sie hinterher freizuschalten, um dieses Ding freizuschalten mit dem Effekt, dass es überhaupt keinen Wert hat. Also da bin ich auch, glaube ich, auf Steam ein bisschen belächelt worden, so ein bisschen, naja, dass das 99 Punkte sind. Das deutet ja schon an, dass da nichts hintersteht. Für mich war das nicht so klar, weil das bei anderen Spielen halt ist, wenn was noch nicht implementiert ist, dann kann man es auch noch nicht erforschen. Aber hier, das lohnt sich gar nicht. Lass die Finger von den 99 Punkten. Ja, was haben wir noch? Was ist noch neu? Ich glaube, das war's tatsächlich. Also, es ist.
Was nicht neu ist, sind die Art der Quests, die man machen kann. Also es geht auch wie beim letzten Update bis zu dem Punkt, die Story-Quest bis zu dem Punkt Ein Freund in Not, also wo man halt den Schatz gesammelt hat. Und bei den Hauptquests geht es bis zu dieser neue Nachbar. Aber ein bisschen haben sie die, die Ansprüche, glaube ich, verändert. Zum Beispiel bei diesem neuen Nachbar musst du jetzt den Workshop bauen. Und dafür musst du halt das freischalten. Ja, was ist ansonsten noch neu? Die Optik, das kann man jetzt hier nicht so sehen. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Also die Grafik ist super. Also wie es hier aussieht, finde ich, das ist grandios gemacht. Wirklich, das kann man echt super, ja, muss ich sagen, finde ich gut. Was habe ich noch? Was wollte ich euch noch zeigen? Ja, einmal, was passiert, wenn man wie man sein Pferd ruft. Man drückt die U-Taste und dann steht das Pferd da. Das ist auch gut. Und ansonsten, hätte ich fast gesagt, zeige ich euch mal meine größten Stolpersteine. Erstmal was trinken, dass der Kote auch nicht kaputt geht. Haben wir noch irgendwas zu essen im Inventar? Ja, hier, komm, auch rein. So, danke. Also, einer meiner größten Stolpersteine war, du musst für den Quest, ich glaube, dieser Neuankömmling, den Tinkerer, den, also irgendwie einen ja, weiß ich nicht, einen Zimmermannstisch oder wie würde man den übersetzen, bauen und den dann auch irgendwie aufstellen. So, das kannst du, also produzieren tust du den hier wie immer über das Inventar, nämlich einmal über die Workstations. Tinkerer, mir fehlen jetzt die Steine. Okay, gehen wir mal ins Lager. Also nochmal, zweiter Versuch, den Tinkerer herzustellen. So. Das war das. Der ist jetzt da. Ich weiß nicht, ob er jetzt bei mir im Inventar auftaucht. Als ich das erste Mal gemacht habe, taucht er überhaupt nicht auf. Da war ich echt verzweifelt. Nö, nicht da. So, aber wenn du dann irgendwann oder irgendwie dich mal in ein Haus begibst, auch wieder die Axt in der Hand hast, dann hast du auf einmal hier über, ich glaube über B, Taste B drücken, die Möglichkeit, hier auch den Tinkerer nochmal aufzustellen. Ich habe ihn jetzt schon, also ich zeige euch das nur hier. Der steht da hinten schon und hier ist ein bisschen eng. Wenn du das draußen tust, dann passiert gar nichts, ne? Also du musst wirklich an einem oder in einem Gebäude stehen, damit du das kannst. Hier müssen wir mal hier, genau. Und das Blöde ist, wenn du das nicht gemacht hast oder den Tinkerer nicht gebaut hast, ich cancel das jetzt mal, ohne den bist du für den Quest der Neuankömmling nicht in der Lage, ein Bett zu bauen. Das geht. Dieses erste Bett kannst du tatsächlich nur über diese Tinkerer-Werkstatt bauen. Und das muss man wissen. Also ich war da echt fast verzweifelt am Anfang, dass ich nicht wusste, wie. Der nächste große Punkt, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt neu ist oder nicht, ist es diese ganze Sache rund um den Transport. Also prinzipiell kannst du eine Mine bauen. Können wir auch mal machen. Oder können wir das machen? Ich weiß nicht. Nee, ich muss es euch zeigen. Das bringt jetzt nichts. Ja, oder vielleicht doch. Ich zeige euch jetzt erstmal. Oh, nein. Bauhammer in die Hand. Okay, wir bauen. Das hier ist das ist das Baumenü. Damit geht's los. Damit kannst du die Stadtgebäude bauen. Hier Zäune und so weiter. Hier geht es aber jetzt erstmal um die Produktionsgebäude. Hier, wenn du die Technologie für die Sägemühle und die Steinmine freigeschaltet hast, kannst du eine Mine bauen. So sieht das dann aus. Also musst auch schon in den Bereich gehen, wo prinzipiell auch so eine oder wo was ausgewiesen ist als Produktionsbereich. Hier kommt er. Ja,
Also hier würde ich das prinzipiell bauen können. Aber, und da bin ich auch echt auf die Schnauze gefallen, damit das Ding überhaupt irgendwie was auch bringt und dass dein Holz in ein Lagerhaus gebracht wird, musst du einen Transport einrichten. Und das funktioniert hier. Du musst halt wirklich in die Stadt gehen, zu der du dieses Holz transportieren möchtest. Und dann sagen, Transport, kaufen. Machen wir einfach mal. Dann senden. Und dann kannst du hier irgendwie dir was aussuchen, was du eventuell anschließen willst. Und wenn ich hier jetzt, das werde ich euch auch zeigen, wenn ich hier das jetzt auswähle, dann kann ich nichts bestätigen. In meinem Fall ist das auch korrekt. Ich cancel das Ganze mal. Einfach aus dem Grund, weil alle meine Produktionsstätten, die hier hinten sind, da, die sind alle schon angeschlossen durch einen Transport. Und es ist aktuell so, dass jede Transport- oder jede Produktionsstätte nur von einem Transport angefahren werden kann. Das heißt, das, was ich mir eigentlich so gedacht hatte, cool, dann fahre ich mal von meiner Bergarbeiterstadt in meine Präriestadt und hole da das Holz, das geht nicht. Es sei denn, ich baue hier noch eine zweite Mine, die ich dann der Bergarbeiterstadt zuordne. Also ist bisher wirklich nur so, jede Mine nur von einem Transport angefahren. Das muss man wissen. Was war noch ein großer Stolperstein? Ich weiß es nicht. Vielleicht für die, die gar nicht wissen, wie sie eine Mine überhaupt ins Arbeiten bringen sollen. Das ist hier. Reiten wir mal nach Taxation. Was wünschenswert wäre, was es vor dem letzten Update auch gab, wäre eine Steigerung der Kondition von Dakota. Das ist aber in keiner der Skills oder so vorgesehen. Und insofern muss man hier echt immer gucken, wie schnell oder so man reitet. Also ihr seht, der Balken wird jetzt rot. Jetzt ist er schon fast halb tot. Jetzt geht die Kondition wieder. Hier ist noch eine Sägemühle. Also hier bei Taxation findet ihr so einen Track mit Leuten, die ihr anheuern könnt. Ich muss mal gucken, das machen wir jetzt einfach auch nochmal probehalber. Hier nehmen wir den mal mit, hallo. Klar, ja danke. Brauchst du noch was? Ja klar. So, ich muss mal gucken. Wir haben jetzt noch ein paar Häuser übrig. Mindestens 50 Euro. Die ist jetzt relativ gut möbliert. Ich werde jetzt einfach mal mit 70 in Verhandlung gehen. Ja, das hat mir gedacht. 65. Die nimmt er an. So, jetzt habe ich einen angeheuert. Der ist jetzt hier weg. Und der taucht jetzt in meiner Liste von Population, glaube ich, auch auf. Wenn man hier mal reingeht, dann... Wo haben wir denn die Trade? Nee, Resources? Nee, auch nicht. Transport, Storage? Nee, hier Population, da. So. Dann habe ich den hier. Der ist kein Spezialist. Die Spezialisten sind irgendwie noch nicht... implementiert und dann kann ich den jetzt irgendwo zuordnen und das kann ich entweder bei einer Mine, wobei die jetzt alle besetzt sind, oder im Falle von meiner Stadt, dann können wir mal gucken, ob wir den jetzt hier irgendwie mal meinetwegen dem Stall zuordnen. Dann stelle ich den jetzt hier mal ein in den Stall und dann soll der halt mal Wolfsfleisch produzieren. So. Prinzipiell wird er das jetzt machen. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit Wolfsfleisch soll, aber gut. Und ihr seht, aktuell ist fast Nacht, das ist Freizeit, das heißt, er arbeitet nicht. Aber so kannst du halt auch sowohl die Minen als auch die Produktionsstätten einrichten. Tja,
Und dann müsste ich halt entsprechend, nee, muss ich nicht. Da hätte ich gedacht, ich müsste auch für diese Produktionsstätten einen Transport implementieren. Das ist aber nicht notwendig. Das muss nicht. Es muss nur bei diesen großen Produktionsstätten. Scheune, Eisenmine, Steinmine, Sägemine, die müssen mit dem Transport angebunden sein. Die kleinen Produktionsstätten, also oder die städtischen Gebäude, die musst du nicht mit einem Transport anbinden. Genau. Ja, okay, es ist tiefste Nacht. Der Kota ist arschkalt, aber gut. Ich hätte fast gesagt, also mehr fällt mir eigentlich nicht ein, was ich noch euch zu sagen hätte. Ich glaube, an dieser Stelle war es das. Also der größte Stolperstein. Achso, nee, eine Sache noch. Das Baumenü. Was ist denn jetzt mein Pferd? Das Baumenü ist auch noch so ein Ding. Wir gucken mal, ob ich ein Zelt gebaut kriege für die Nacht. Das ist mir jetzt zu blöd. So, dann holen wir den Zossen nochmal ran. Wo ist denn der? Da ist der Zossen. Aber eigentlich kann ich euch das auch hier zeigen. Es ist egal. Es geht nochmal um dieses Baumenü, wo vielleicht auch manche haken. Also, Bauhammer. Wir wollen was bauen, und zwar ein Haus. Wichtig erstmal, ihr müsst den Bauhammer in der Hand haben, ansonsten passiert da gar nichts. Das müsst ihr wissen, wenn ihr bauen wollt, Bauhammer in der Hand haben. Wenn ihr produzieren wollt, also an der Werkbank, in der Werkstatt, am Schmied, müsst ihr die Axt oder gar nichts in der Hand haben. So, aber in diesem Fall, wir wollen bauen. Also B, Baumenü auswählen. Wir wollen ein Haus bauen. So, ich habe diese beiden Fundamente freigeschaltet, dieses 5x12 nicht, aber 5x9 oder 5x6 kann ich machen, ist egal. Für Demonstrationszwecke reicht auch 5x6. So, hier kann ich dann wählen, welches Fundament. Ich glaube, das ist mir völlig wurscht. Ist ja auch 1-0. So. Worum es mir geht, ist Folgendes. Wir müssen hier jetzt ja auch nochmal die Seitenwände setzen und können dann auch auswählen, was wir setzen wollen, theoretisch. Also auch da wieder geht ihr ins Baumenü über B und dann kommt ihr zu dem Fundament, also zu der Optik von den Fundamenten. Das, was da steht, ist allerdings was anderes. Hier, wenn ich in dem Bereich bin, wähle ich jetzt die ganz normalen Lok, also oder Baumstammwand aus. Wenn ich hier raufgehe, wähle ich jetzt die Bretterwand aus. Wenn ich hier raufgehe, wähle ich eine Steinwand aus. Und hier würde ich Ziegel auswählen. Will ich aber nicht. Ich habe ja nichts irgendwie mit. Bleiben wir mal hier. So, ich wähle jetzt diese Wand aus, muss nochmal draufklicken. Und dann kann ich mir noch mal überlegen, möchte ich eine Tür oder ein Fenster? Also Wooden Wall Ziel ist das Fenster mit einem Bereich, wo ich mit einem Blumenkasten. Wenn ich das auswähle und E drücke, ziemlich schnell nebeneinander, habe ich das gesagt. Hier versuche ich mal eine Haustür einzubauen. Also noch mal B. Die Wooden Wall und dann hier die Tür kurz und über E bestätigen. Mal gucken, nee, das klappt nicht. Mit der Tür müssen wir mal sehen. Das ist mir schon öfter passiert, dass ich wirklich erstmal überall Wände reinbauen muss. Und dann wenn gar nichts anderes mehr geht, also wenn im Prinzip alle Wände besetzt sind und immer noch keine Tür zu bauen ist, dann kann ich auf einmal auch hier wieder über dieses Menü die Tür auswählen und dann über E auch bestätigen. Und wenn ich dann hier noch ein anderes Fenster haben will, kann man ja mal machen, baut man hier auch nochmal ein Fenster, geht das auch hier wieder über standardmäßig. Ja. Also das Baumenü ist noch ein bisschen komplex. Also oder man muss schon genau lesen, damit man weiß, was man macht. Aber es ist möglich durchaus auch Steinwände mit Fenstern, Steinwände mit Türen und so weiter zu bauen. Was
was aber nicht geht, wenn ich jetzt meinetwegen hier sagen würde, Mensch, ich hätte aber auch gerne die Ecke mal aus Stein. Da seht ihr, das kann ich zwar auswählen, aber ich kann es nicht bestätigen. Das geht tatsächlich nicht in diesen, Eckbauten, das geht nur in diesen Nebenbauten. Also hier müsste ich eigentlich auch sagen können, hier auch, Mensch, ich hätte hier gerne mal eine Steinwand und ich hätte gerne eine Steinwand mit Fenster A. So, dann seht ihr, hier muss ich Steine reinbringen. Genau. Ja. Ich glaube, dann müsste ich eigentlich alle Stolpersteine gesagt haben. Einmal die große, was ist neu, das ist dieser ganze Technologiebaum und ein paar Sachen bei den Quests. Und die schlimmsten Stolpersteine, einmal dieser Unterschied Werk, Bank und Werkstatt. Dann das Baumenü. Ja. Ich glaube, das war's. In dem Sinne, ihr Lieben, bis dann. Tschüss.